Also die Tradition, die wir hier im Knabenchor Hannover weiterführen, geht ja zurück bis ins Mittelalter. An der Marktkirche gab es dort den Chor der Lateinschule. Es ging dann weiter, König Georg V. gründete hier in Hannover den zweiten Knabenchor in der Geschichte Hannovers sozusagen. Und dann 1950 wurde der Knabenchor Hannover, so wie er jetzt noch besteht, gegründet von Professor Heinz Hennig. Ja, so ein Knabenchor ist ja das Instrument, für das die Komponisten der alten Musik, also bis in die Barockzeit hinein, ihre Musik geschrieben haben. Also Johann Sebastian Bach hat einen Chor gehabt, der auch mit Knaben besetzt war. Und somit sind wir sozusagen das originale Instrument der Barockzeit und führen die Stücke damit auf. Ja, das Besondere, vor diesem Chor zu stehen als Dirigent ist, dass wenn alle dabei sind und alle sich konzentrieren, dass in diesem Moment des Konzertes eine ganz besondere Art von Musik entsteht, dann ist es perfekt im Grunde. Und das spürt man, das spüren alle, das spürt auch das Publikum. Und das ist das Besondere an dieser Aufgabe, diesen Chor leiten zu dürfen. Wir wollen Kinder zum Singen bringen, wir wollen Kindern schöne Musik beibringen, wir wollen ihnen die Gesangstechnik beibringen. Und zum anderen haben wir den Anspruch, unter den besten Knabenchören Deutschlands mitzuwirken. Wir geben im Jahr rund 30 Konzerte. Hinzu kommen Auftritte innerhalb Europas und Reisen in die ganze Welt. Ja, wir haben natürlich Stücke im Reisegepäck, die unsere abendländische Musikkultur prägen. Das sind geistliche Werke von der Renaissance bis in die Romantik hinein. Und es geht natürlich auch darum, die volkstümliche Musik zu präsentieren. Die gehört ja genauso dazu. Also von den Madrigalen angefangen über die Volkslieder bis hin auch zu populären Stücken. Der Knabenchor Hannover hat im Grunde fast alle Kontinente bereist. Und die größten Reisen führten uns nach Kuba, nach Chile und nach China. Und wenn man dann zum Beispiel Händels Messias als erster Knabenchor in Belgrad aufführen darf, dann ist das wirklich schon ein ganz besonderes Erlebnis. Ja, ich denke, der Chor braucht diesen Austausch, oder es ist eine sehr schöne Erfahrung für die Kinder. Zum einen die Kultur, die wir hier in Deutschland haben, also unsere abendländische Musik dort zu präsentieren. Und zum anderen ist es spannend mitzukriegen, was dort vor Ort für Musik gemacht wird, Ensembles kennenzulernen. Und diese Begegnungen mit den Chören vor Ort sind immer durchaus die Highlights dieser Reisen. Ich denke, sowas vergisst man nicht. All das schweißt zusammen und bringt auch auf so einer Reise so einen ganz besonderen Geist, so einen Teamgeist und auch so ein Teamgefühl und bringt den Chorklang auch unglaublich nach vorne.
Es gibt auch heute noch Musik, die es noch auf keiner CD gibt, die von keinem Chor gesungen wird. Man hat es ja auch an den CD-Einspielungen der letzten Jahre gesehen. Es gibt noch viele, viele verborgene Schätze zu heben. Auf diese Stücke freut man sich. Und zum anderen gibt es so viele bekannte Stücke, die man einfach gerne machen möchte mit seinem Chor, die diese Kinder einfach mal gesungen haben sollen.